Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Heidezieht. Mit dem Engelchen und dem Tango-LP. Jo. So, wir machen mal in unserem Urlaub auch ein bisschen was anderes, beziehungsweise schon vorher. Und heute eine Runde Hide and Seek. Ja, verstecken und nicht gefunden werden ist hier das Motto. Und wenn man Sucher ist, soll man die anderen finden. So einfach ist das. Es gibt einige Sachen dazu achten, und zwar, dass man nach einer gewissen Zeit als Versteckter ein Schwert bekommt. Und ja, wir haben nicht so viel hier gespielt. Was möchte ich denn sein? Ja, genau. Ich nehme mal Oaksleaves. Ja, wieso bist du über der... Nein, bin ich. Ja, ist mal was anderes als immer mit der Mystery oder Egg Wars, ne? So. So, gucke ich mich mal an. Achso. Ja, herrlich. Okay. So. So. Hab ich mich mal hier vorne versteckt. Gut, neben mir hat sich auch einer versteckt. Oder will sich einer verstecken? Pech gehabt. Ja, der erste ist. Ach, du bist doch ein Sucher. Tango LP. Mal gucken wir mal, ob das Engelchen mich. Jetzt habe ich es kapiert, wie das geht mit dem. Dann hoffen wir mal, dass das Engelchen uns hier nicht findet. Ne, Kollege Schnürschuh neben mir? So. Man muss sich auch geduckt halten, sonst wird man gesehen. Dann steht man. Sieht äußerst dusselig aus, wenn man da rumflattert, als Busch mit Augen, aber so ist es halt. Ja, die laufen alle uns vorbei, wir haben wohl bis jetzt noch Glück. Ich hatte so. Glück, die zwei haben sich gerade versteckt. Oh, hä? Da rennen noch welche. Ja, die werden doch als erstes... Eigentlich hätten die als erstes entdeckt werden müssen. Hm? Laufen die draußen rum, oder was? Ja, die laufen hier vor den Suchern weg. Sichtbar. Ja, einer läuft gerade. Müssen wir verstecken. Aua, jetzt war ich sichtbar. Du hast mich erwischt, denke ich. Ach, du warst da? Ja. Na gut, muss ich auch mal hier runterkommen. So. Du wirst jetzt von einem verdroschen, oder was? Einem mit Sonnenbrille. Nee, eigentlich nicht. So, jetzt bin ich auch ein Sucher übrigens. So, gucken wir mal hier. Alter, bleib stehen, Werkbank. Hier irgendeiner. Da ist wahrscheinlich ein Bild für die Götter, wie Englisch hinter die Werkbank herrennt und sagt, nee, stehen, ich laufe schon gerade hinter der Werkbank her. So, ist hier oben was Verdächtiges. Ist was Verdächtiges? Ja, das frage ich mich ja auch gerade. Aber hier kann man sie wirklich gut verstecken. Der gerade abgehauen ist. Und das weiß ich nicht. So, mal gucken. Okay, da ist schon mal keiner drunter. Irgendwelche Notenblöcke hier oder Pistons. Sind alle okay. Na, bist du etwa einer? Nee, da ist auch keiner. Aua! Hier oben auf dem LKW ist ein... Ja, ich komm runter. Wenn ich den Weg nach unten finde, ich kenne die Map ja nicht so wirklich. So, bin da. Wo bist du? Welche da Karte läuft einer, da läuft einer! Oh, ich sehe keinen. Wo kommt man eigentlich dahin, wo ihr seid? Oh, hier. Ah, hier ist er lang, hier ist er lang. Hier geht hier hoch. Aua. Ja, muss halt auch aufpassen, ne? Der hat mich gehauen. Dass du selbst nicht geübst, oder? Da ist er. Ja, komm mal her, du. Wo ist denn der Busch jetzt schon wieder? Hier, der ist hier auf dem gelben LKW. Da, genau. Ach, da. Jetzt ist er hinterher. Mann, der kann's aber. Der spielt auch nicht zum ersten Mal wahrscheinlich. Ja. Ja, sollen sich die anderen drum kümmern kommen. Wo ist denn der hin? Der ist hier oben. Ich glaube, jetzt ist er aber schon
Nicht mehr am Unterhemd. Ah, ich sehe. Ich weiß, wo er ist. Ja. So. Hier oben war er gerade. Ja, ich laufe hier auch mal wieder ein bisschen durch die Gegend, um mal zu gucken, ob sich hier nicht noch einer verschanzt hat. Da hinten soll ich sehen, ich sehe. Ja, dann renn hin. Ja, da oben komme ich nicht dran. Okay, jetzt habe ich mich festgerannt. Also, hier muss ich dann vorbei. Wie gesagt, ich kenne die Map hier auch nicht. Aber es ist schon... Ach, da rennt eine Werkbank. Zwei Werkbänke. Auch nicht schlecht. Ah, schade. Schade, schade. Aber die ersten haben sich gar nicht gewehrt. Rot ist sich auch nicht gewehrt. Ja. Ich kam auch gar nicht dazu, mich zu wehren. Ich bin leider aufgestanden. Drei getötete Blöcke. Ach, der mit dem Apfel. Das Skin hat man auch schon gestern ein paar Mal. Ja, das stimmt. Dann machen wir noch eine Runde. Wir möchten unseren Zuschauern ja ein bisschen was bieten. Eine Runde ist keine Runde, also noch eine Runde. Am besten ist, wenn man dann die sofort ja, fertig macht. Wie wird man eigentlich ja, wie wird man eigentlich Sucher? Du wirst einfach so. Bin hinter dir. Hey. Was bin ich jetzt eigentlich? Ich bin zumindest ein Bücherregal. Ach doch, ich bin. Ich gehöre zur Familie der Bücherregale. Und da als solches werde ich mich jetzt auch tarnen, ne? So. Gut, ich habe mich ein bisschen falsch hingestellt, aber egal. Mahlzeit. Und hier verstecken sich aber einige bei mir im Raum. Bist du Sucher oder bist du. Nein. Gut. Aber ich hab wohl. So, und jetzt heißt das, dass sie sich ruhig verhalten. Da ist noch ein Bücherregal, komm. Hau bloß ab, ich stehe hier schon. Nee, Mann, ist auch noch Platz frei. Was bin ich eigentlich? So. Wenn du unten in der Leiste auf die drei Punkte drückst, Inventar, dann kannst du dann gucken, was du bist. Geh erstmal vom Sucher hier weg. Alter. Da kann ich mich. Ja, lass dich nur nicht erwischen, ne? Also hier bei uns, wo ich jetzt bin, hab mich versteckt. Ja. Ist aber ein sehr dämliches Versteck, wenn ich das so sagen darf. Das sind meistens die Besten. Das sind meistens die Besten. Ah, ich sehe schon Namen von irgendwelchen Suchern. Drei Stück sind hier in der Nähe. Ich sehe gerade eine Werkbank auf mich zukommen. Ja, das sieht ziemlich witzig aus teilweise. Und drei Sucher, nee, zwei Sucher da hinterher. Gebäude rein, ja, ne? Oh, das kann ich jetzt nicht machen, weil es nicht so. Er wird gerade angegriffen. Ich guck gerade mal. Ein bisschen ärgern. Oha, der steht ja direkt hinter mir, hinter der Mauer. Gott sei Dank. Oben, Cracker. War doch keine gute Idee, in das Gebäude reinzugehen. Sehen die Sucher eigentlich das Schwert von uns? Nein, ne? Ich glaube nicht. Außer wenn du jetzt natürlich das Schwert in der Hand hast, dann ja. Das meine ich ja. Das glaube ich schon. Also ich war noch nicht. Also nur wenn du damit haust. Das habe ich bis jetzt als... Grube Kracker 85. Ja, der war bei mir eben auch. Der steht bei mir gerade im Gebäude. Gut, dass ich aus dem Gebäude rausgekommen bin. Ich wäre aufgefallen in dem Gebäude. Und hier laufen gerade ziemlich lustig an die Sitz rum, so ein strukturierter Holzkiste. Ja, ja, alles Mögliche. Aber ich gebe mir natürlich nicht zu erkennen. Nachher sind das hier, werden die getötet, werden auch Sucher und dann haben sie mich am Hintern. Nee, nee. Da versucht einer Auto auf so Map zu gucken. Hm. Oha, da kommt einer. Nee, ich dachte jetzt, wie schnell die sich alle wieder hinstellen. Oh, Gott sei Dank, Krummkracker ist runtergekommen und dann kam dann der Bookshelf. Mhm. Der Chaos-Flow 44. Irgendwie erinnert mich das so wie die da rumtun am Meerschweinchen.
So, bei mir ist das gerade, es kommt zwar jetzt gerade. Ah, ich habe ein Schwert in der Hand. So, ich muss ja mal das Schwert wegpacken. Oh, Grumkracker wieder. Nein. Geh, geh weg, geh weg. Ich will dich nicht, hau ab. Geh weg, also, Grumkracker, geh weg. Engelchen, ich stehe hier verdammt gut, muss ich irgendwie sagen. Bis jetzt ist noch keiner hier reingekommen. Bei mir ist Grumkracker schon zweimal mir vorbeigelaufen. Oh, oh. Jetzt kommt einer rein. Ja, jetzt ist jemand hier drin. Ja, das heißt aber nicht, dass er dich findet. Action-Emo. Arctic-Emo. Das heißt aber nicht, dass du unbedingt gefunden wirst. Nee, nicht wirklich. Ich stehe hier auch relativ safe. Aber ich habe schon Finger Richtung Schwert. Er checkt gerade alles ab. Nein, ich nicht. Bei mir ist gerade keiner. Na komm, geh wieder raus, komm. Jetzt habe ich zwei hier drin. Jetzt bin ich gleich aber ganz schön... Ja, wenigstens habe ich 4 Minuten schon mal geschafft. Grubenkrickers. Ah. Schade, jetzt hat es mir. Haben sie dich doch gefunden? Ja, mich haben sie gefunden. Jetzt bin ich super. Grubenkricker, hau ab. Hey, es war auf jeden Fall eine lustige Runde. Es war okay. Es war Spaß drin. Es war alles so, wie es sein muss. Oh, Alter. Ist deine kommt der nächste oder was? Lego Master oder so. Was? Lolek? Lolek und Lolek? Lego Master oder so. Komm, die 30 Sekunden möchte ich jetzt auch noch leben, bitte. Ich hoffe es für dich, dass du schaffst, Engelchen. Ich hoffe es auch. Einer kommt wieder in meiner Nähe. Okay, hier ist keiner. 3, 2, ich hab nicht gewonnen. Ja. Der Olive Pond lief vor mir. Hat aber auch zwar geschlagen, aber wahrscheinlich nur so einfach. Da warst du ja in der Nähe von mir, wo ich die gerade rumgelaufen bin. Also wie gesagt, es macht Spaß. Und du bist die einzige Überlebende, oder? Nee, es ist ein ähnliches Kind. 9 Stück. 9 Stück waren da noch. Gut. Ja, wenn man so Glück hatte wie so ich jetzt vorhin, dann war es schon ganz gut. Ach ja. Ich habe ja auch nicht gesagt, was ich nicht versteckt habe. Ja, ist ja auch okay. Nexus City. So. Ich bin Quarz-Dias. Ja, ich bin ein Amboss. Look at me, I'm an Amboss. Ach, da draußen warst du. So. Dann sollte ich mich jetzt auch mal hier verkrümeln irgendwo. So. Ja, ich laufe immer entgegengesetzt von den Leuten. Du Scheiße, ich bin noch nicht versteckt. Scheiße. Ja, jetzt bist du dann aber in den Foot gekniffen, Engelchen. Nö. Wie sofort? Ja. Ah. Der Seeker war direkt bei mir in der Nähe. Ja, das ist natürlich dann Pech. Das habe ich nicht gesehen. Er hat ihn in der Nähe war. Also ich habe mich hier relativ gut hingestellt als Amboss, neben einem anderen Amboss. Und vielleicht habe ich ja Glück, dass ich dann übersehen werde. Ja, ich sehe deinen Namen sogar. Ich sehe deinen Namen. Alter, lauf doch nicht in meinem Kreis. Quarztreppe muss hier gleich wieder langkommen. Oder auch nicht. Na, kommt denn. Ah, da hinten ist jemand. Ist jemand hochgekommen zu uns. Boah, was ist das für ein... Ach nee, da rennt einer von unseren Versteckten rum. Aber da steht einer. Oh, jetzt kommt einer. So, jetzt hab ich dich. Danke, mich hast du Marien. Nicht. Ich weiß nicht, können die Sucher untereinander auf sich einhauen? Jetzt geht er wieder runter. Ja, gut, jetzt dafür noch ein anderer hier oben. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Auch nein, du sagst es mir auch nicht. Nö, ich sag auch nichts. Ich weiß auch gar nicht, wie er rum heißt. Oha, jetzt ist hier einer. Corky Cook oder so. Kommt jetzt hier rein.
Jetzt habe ich auch ein Schwert gekriegt. Cookie gibt das. Nee, Corki Clock. Corki Clock. Und geht wieder raus. Okay, gerne. Oh, oh, jetzt ist Tengu LP hier. Der sind ganz fiese, mit ganz fiesem Möb. Also mein Schwert sieht man anscheinend nicht als Sucher. Ich hab's mal eben gezückt. Ich weiß nicht, wer du bist. Ja, ich weiß es auch nicht. Aua! Hey! Dann lass dich wenigstens fangen auch. So von, war hier noch ein zweiter mit im Raum? Weißt du was? Nein, weiß ich jetzt auch nicht. So, ach, da bist du, Tengu LP. Das ist ein normaler Busch, das ist auch ein normaler Busch. Wer haut mich denn die ganze Zeit? Also ich nicht, ich renne hier hinten in so einem Haus rum. Wie im Nebenhaus von dir. Och, das war ein Prism, dunkler Prismarin war das. Na geschlagen hat. Aber ich habe ihn getötet. Ja, da kriegst du von allen Ecken und Enden Engelchen, ne? Nee, vor allem, der Sucher konnte mich ja nicht schlagen. So, jetzt gehe ich mal raus aus dem Gebäude. Wer fehlt denn noch? Noch ein Prismarin, dunkel. Guck in den Räumen, wo dunkle Prismarine drin sind. Ich guck hier draußen aber auch mal, ob hier noch irgendwo so ein dunkler Prismarine ist. Hier unten. Auch dunkle Prismarine. Okay, hier sind wohl alle. Okay. Wir haben noch eine Minute Zeit, also beeilt euch, ne? Ja, sag's nicht mir, ich bin nicht der einzige Sucher. Warum haut der auf Holz ein, wenn es eben noch Prismarinen sind, die fehlen? Weil er es halt nicht mitgekriegt hat oder auch das Spiel nicht so ganz kennt. Man muss so bedenken. Es kann sein, dass es jemand ist, der das Spiel noch das zum ersten Mal spielt. Oder noch nicht so in der Materie drin ist. Können ja nicht alle alles kennen, ne? Ich kannte es bis dato ja auch noch nicht. Schade. Schade. Einer hat uns gefehlt. Na, immerhin. Panda-Plitz. Ich glaube, sie wird aber auch nicht verraten, wo sie... Nee, du siehst es ja hinter. Wenn die Zeit abgelaufen ist, darf man ja, kann man ja umspringen. Weiß man manchmal. Versteckt war. So, hiernach machen wir auch Feierabend mit dem Video. Pripyat. Haben wir für Pripyat gestimmt. Wollte gerade sagen. Kannst du ja auch Pripyat. Ja gut, Pripyat. Hört sich irgendwie an wie eine thailändische Stadt, die vom Tsunami getroffen wurde. Was möchte ich denn sein? Okay, möchte ich das sein. Was möchte das sein? So. Schau das gleiche wie ich. So, und ich komme jetzt nicht an irgendeine Ecke raus, wo es für mich gar keinen Dings gibt. So. Okay. Ich bin wenigstens nicht. Ja toll, ich bin irgendwo draußen rausgekommen. Jetzt muss ich mir erstmal in ein Gebäude flüchten. So. 10 Sekunden werden die Sucher losgelassen. Ja, ich habe meinen Platz gefunden. Ja, ich glaube, ich habe es auch gefunden. So. Nein. Oh. Scheiße, bin ja gar nicht auffällig. Shit. Neben mir ist auch noch jemand, der gleich aussieht wie ich. Also von daher, hier könnte man, glaube ich, bei uns eine ganze Reihe ausrotten. Auf gut Deutsch gesagt. Oh, ich bin gar nicht auffällig. Ich bin überhaupt nicht auffällig. Und was bist du denn? Oak. Eiche. Ich bin Buchregal. Ich bin gar nicht. Wollte mich ja draußen hinstellen, hat der Motto, ihr seht mich nicht, ich bin Bücherregal, aber es hätte ich habe mich erst zwischen Fichtenlaub gestellt. Meinst du, wie auffällig das ist? Jetzt geht's ja. Noch ein Sucher momentan. Ich weiß gar nicht, wo der Sucher ist. Ich sehe auch noch keinen Namen. Nee, ich sehe auch noch nichts. Bist du draußen, ja, ne? Nein, ich bin in einem Gebäude. Als Bücherregal darf ich in einem Gebäude stehen. Ich bin draußen, sag ich ganz ehrlich. Ja. Ja, bei mir wird es auffälliger sein, wenn ich draußen stehen würde. Doch, ich sehe den Sucher.
Er kommt aber nicht auf mich gerade zu, er ist draußen. Hm. Ist draußen bei diesem, bei einem blau-grauen Stand. Ah, er hat einen getötet. Holla die Waldfee 1 ist getötet. Holla die Waldfee. Und zweiter hat er auch. Haut ab. Ah, jetzt sehe ich also, was das Schwert habe ich jetzt gerade bei dir nicht gesehen, also kann ich auch das Schwert in der Hand nehmen. Oh, da läuft einer hinter dem links, hinter dem Sucher. Na, den zweiten Sucher sehe ich zwar. Ja, okay, der läuft auch. Oh, es rennt vor mir eine Treppenstufe weg. Auch nicht schlecht. Ja, du musst halt immer gucken, dass du dich versteckst, ohne dass es jemand mitkriegt. Hm. Weil sonst wissen die ja, wo du bist. Ich habe auch schon ein Schwert in der Hand. Da läuft einer gerade und haut den. Nein, sehe ich auch Slum, jemand. Aber wurde getötet. Zwei Namen sehe ich jetzt vor mir. Ich auch. Ach, du bist getötet worden? Mhm. Holla, die Waldfee ist bei mir. Hm. Oh, oh. Ich glaube, zwei Schläge. Ich bin getötet worden. Wollte ich gerade sagen, zwei, drei Schläge. Ja, ist egal. Gut. Das ist ein Bücherregal mit Schwert, aber ich werde dem nicht zeigen, dass ich hier stehe. Weil das wäre ja blöd. Welche Gebäude kommt man denn rein? Verschiedene, es gibt. Da vorne geht's auch rein. Genau, verschiedene halt. Oh, jetzt kommt einer rein zu mir. Jetzt kommt einer rein zu mir. Wahrscheinlich Gray Mr. Tifold. Du bist in einem Schwimmbad. Jack Tango bin ich ja. Oh, hier sind noch mehrere draußen jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lauf an mir vorbei. Genau, fein. So soll's bleiben. Lauf an mir vorbei. Ich bin Bücherregal. Ist alles in Ordnung. Ich stehe auch nicht weit versetzt diesmal. So. Oh hey. Ich bin einer gestorben. Jo. Oha, jetzt habe ich bei Holla die Waldfee bei mir. Der geht auf die Bücherregal los. Ich glaube, ich habe gleich ein böses Problem. Nein, 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 ich mich nicht, mich. Tango LP ist auch da. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Da wahrscheinlich. Oh, oh. Ich glaube, jetzt habe ich hier mehrere vor mir. Lass es. Wurde es aber nicht von mir getötet. Nee. Obwohl ich mit draufgehauen habe. Na, das war auch mal eine lustige Runde. Wo seid ihr denn alle? So. Ich bin hinten beim Zug. Hier steckt ein Schwert. In der Mauer. Was macht das da? Ist das vom Manns? Es liegt auf der Lauer. Gar nicht wahr, das ist ein LKW. Da kommt man nicht drauf. So, jetzt bin ich auch hier draußen bei euch. Nee, doch noch nicht. Ich glaube, hier haben sie alle Bücherregale abgeklappert. Es ist kein Bücherregal mehr. Es ist nur noch ein Oak und ein... Eine Treppenstufe, eine Treppenstufe. Aber wo bitte sind hier Treppenstufen? Also, da wo ich in dem Gebäude weiß... Da läuft eins. Hm? Wo? Holla, die Wolf läuft hinterher. Ich auch. Ja. Ah, schade. Ich hab genau noch auf den Noah VDS draufgehauen. Hi. Sorry. Ah, so ist das Spiel. So ist das Spiel. So ist das Leben. Am längsten versteckt. Ich habe auf die Uhrzeitgeil immer geachtet. Ja. Wenn man als erst gefunden wird, kann man wenigstens noch ein bisschen. Wenn man als erst gefunden wird, kann man wenigstens noch mitsuchen. Ne? Wenn man noch früh gefunden wird. Aber wenn man jetzt so zum Ende hin, wie ich gefunden wird, dann macht das wenig Sinn. So, und dann bedanken wir uns für die... Ach komm, eine machen wir noch. Jetzt ist auch Quatsch, wenn ich jetzt beende. Genau, das bin ich. Schade, dass hier nicht so eine Leiste angezeigt wird, wie bei Murder Mystery. Wie viele Chancen man auf den Sucher hat und so, ne? So. Dann sollte ich mich jetzt mal hier schleunigst verkrümeln und verstecken. So. Ach, der hat einer die gleiche Idee wie ich. Willst du auch eine Melone? Mahlzeit. Ist der Verstecker schon los? Ja, ne?
Nein. Doch, der Oder? Doch, der Sucher wurde losgelassen. Jo. 15 Verstecke, ein Sucher. Ich hab das bescheuertste Versteck ever. Wenn der mich findet, ey. Der wird mich finden zu 100%. Ja. Oh, ja, Holzblock wird an mir vorbei. Oh ne, hau ab, du Holzblock. An mir ist auch gerade einer vorbei. An mir ist auch gerade ein Holzblock vorbeigerannt. Oh, hier sehe ich einen Sucher. Herkules. Bitte nicht, bitte nicht. Ach, bist du auch da vorne? Ach, du bist die Wassermelone. Ich bin auch eine Wassermelone. Ich bin auch eine Melone hier. Und Herkules ist jetzt auch bei mir und jetzt hat er mich auch. Jetzt boxe ich ihn auch gerade. Na, ich bin auch aufgeflogen. So, wollen wir zusammen suchen? Engelchen? Wo bist du? Ich bin hier. Mach da oben bist du. Ich komm zu dir. Okay, dann komm doch mal zu mir. Hi, bin bei dir. Komm, gehen wir runter. Gucken wir unten. Hier stand ich, hier war auch mein Versteck, hier im Melonenstand. Ja, ich weiß, ich war in einem anderen Melonenstand. Hm. Kann man sehen, zwei doofe Eingedanke, ne? Ich war hier. Komm ich jetzt hier raus da? Ich war hier, Tango. Ja. So, komm, lass uns suchen. Was fehlt denn jetzt noch? Es fehlt noch, sehe ich nicht. Sehe ich gerade nicht. Wahrscheinlich, wenn wir in der Nähe sind, da wird es erst eingeblendet. Mhm. Mit einer gewissen Uhrzeit, mit einer gewissen Zeit. Mhm. Ich gehe mal zu den Bookshelves. Ja, mach das mal. Ich gucke mal die Kürbisse hier an. Ah, jetzt wird jetzt eingeblendet. Melone. Melone. Bei den Melonen haben wir doch gerade schon. Wollte sagen, Melone waren wir doch selber. War bei dir noch eine? Ich glaube nicht. Herkules hat alle angeklatscht. Achso, danke. Dann macht das nicht wirklich viel Sinn. Nee. Nicht unbedingt, ne? Ich mal hier hinten hin. Bücher. Hast du einen? Die Melone. Zwei bis zwei immer die Melone. Ich habe einfach auf die Melone eingehauen. Ja, kann man ja. Im Notfall. So ein Melonenklatscher geht ja immer. Woher soll ich das wissen, dass der es genau gerade ist? Ja, steht ja nirgendwo. Da wird ja auch der Reiz fehlen, dann, wenn man genau wüsste, ja. Der und der ist es. Ne? Wäre auch Quatsch dann. Seitdem habe ich einfach so drauf gekloppt. Ja. Um zu wissen, ob der das jetzt wirklich ist oder nicht. Gibt nur noch ein Dadel-Oak, ne? Ja, ein Eichenbusch. Da haben wir nur noch 40 Sekunden, ne? Ja, das geht ja noch. Da kann man ja noch einiges retten. Ja, sieht ein bisschen finnischer aus. Und dann immer drauf knüppeln. Mich stört auch so ein bisschen der Licht ein vom Fenster. Mach Dings runter. Okay, ich habe mich gesehen. Die war bei mir hier direkt in der Nähe anscheinend. Ja, passt. Nee, doch nicht. Nein. 100 Roses. Okay, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Tango. Und euer Engelchen. Und tschüss.